Kinderkirche online, die Elim-Kinderkirche, die jetzt bei euch im Wohnzimmer stattfindet. Mein Name ist Elim. Und mein Name ist Lynn. Und es ist so gut, dass du und ihr alle heute dabei seid, denn wir wollen heute ganz viel Spaß haben. Und natürlich Gott begegnen. Aber Elim, sag mal, wie lange will der Virus hier noch Urlaub machen? Weißt du, Lynn, das weiß aktuell keiner, wie lange dieser Virus noch Urlaub machen will. Aber was feststeht, der Virus hat seinen Urlaub sogar verlängert. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Und ich habe sogar gehört, dass er seine ganze Familie geholt hat, dieser Virus. Und die machen auf der ganzen Welt Urlaub. Nee. Doch. Nee. Sogar an den schönsten Stränden dieser Welt. Ach, das macht mich aber jetzt traurig. Ich meine, das heißt, wir müssen weiterhin zu Hause bleiben. Aber Lynn, sei nicht traurig, weil zu Hause sein ist richtig cool. Du kannst so viel machen, du kannst spielen, du kannst essen, du kannst mit deinen Eltern spielen, mit deinen Geschwistern. Ja. Und weißt du was? Ja. Ich rufe mal den Adam an, ja? Adam ist bei uns in der Kinderkirche. Okay. Und der ist jetzt gerade zu Hause und ich weiß, dass er auf jeden Fall auch rangehen wird, okay? Wollen wir ihn anrufen? Ja, lass mal anrufen. Und mal fragen, wie es ist, so ja. Zu Hause zu sein? Ja, okay. So, Adam mal anrufen, so 01. Ja. Es klingelt. Okay. Oh. Adam, aufwachen! Kinder, er kann uns nicht hören. Lass uns alle mal gemeinsam rufen. Aufwachen! Hallo Edem und Lynn. Hi. Schön, dass ihr euch meldet. Wegen Corona kann ich leider nicht in den Gottesdienst. Ich spiele zurzeit mit meinem Beyblade. Guck mal, wie viel ich habe. Echt? Ich laufe in dem Zimmer von meinen Schwestern. Apropos Schwester, wo ist denn Anna? Hallo Edem, hallo Lynn. Da ist sie. Schön, dass ihr anruft. Ich spiele wegen Corona ganz oft mit meinem Laptop. Anna, wie geht's dir? Mir geht es gut. Ach, schön. Guck mal, ich zeig euch jetzt, Edem und Lynn, wo ich immer Stille mache. Ja, zeig uns das. Wir sind super gespannt. Ja. Ich kann es kaum erwarten, ey. Hier mache ich immer Schule. Hey. Das habe ich heute das Lesepasswort gemacht und das Lösung war Piraten. Richtig cool. Hey Luise. Hallo eben und Lynn. Hier ist unser Arbeitsplatz. Ihr wusstet schon, dass ich schon 5 geworden bin. Tschüssi. Hallo Edem, hallo Lynn. Ich arbeite immer im Pyjama-Heft, habe ich heute gearbeitet. Und hallo auch von mir, schön, dass ihr anruft, wir freuen uns. Rahel, die ist ein Stift runtergefallen. Ach so, ja, danke, der Stift, oh, der Stift, ist so richtig, ja? Also den braucht doch tschüss, Edem. Tschüss. Ey, super, hast du gesehen? Zu Hause sein macht so viel Spaß. Doch, da hast du recht. Apropos Spaß haben. Ich möchte gerne jetzt Spiele spielen, oder? Yes, auf jeden Fall. Ja. Und zwar, wir haben euch heute folgendes Spiel mitgebracht. Und das ist Charade, also mit Pantomime. Cool. Wir wollen wieder, dass ihr zu Hause 2 Teams macht, entweder Eltern gegen Kinder oder ein Geschwisterduell. Und wir haben uns jeweils 2 Begriffe überlegt. Und die müsst ihr erraten oder wir auf der Bühne quasi. Schaffen wir, oder? Ja. Dann würde ich mal anfangen mit dem ersten Begriff. Okay, ey, das ist super, super, super einfach. Super, super einfach. Nintendo spielen oder Laptop, Künstler, irgendwas zeichnen. Kinder, helft mir mal. Baby. Richtig gut, ja. Richtig gut. Ich glaube aber, die waren zu Hause schneller. Meinst du? Ja, doch. Das weiß ich nicht genau. Okay, ich habe auch einen Begriff für dich. Ja. Pass ganz gut auf, ja? Okay. Tanzt du? Hast du dir irgendwie wehgetan? Ach, fotografieren, du postest gerade. Model! War das so schwer? Hallo? Ich weiß nicht so genau, was du da darstellen würdest. Hm.
Was hatte ich noch? Ich hatte doch irgendwie was. Ah, okay. Ich weiß. Okay. Okay, das ist super einfach, super einfach. Was sagt ihr, Kinder? Was sagt ihr? Was? Sänger? Sänger? Okay, Sänger kann es sein. Ja, Sänger? Sänger? Nein. Balletttänzerin. Balletttänzer, oder, Kinder? DJ. Ja, ich hab's. DJ. Ein Applaus. Nein? Was kann es denn sein? Rapper. Genau. Ja. Rapper, okay. Verstehe, ist ja voll super einfach. Okay, okay, ich habe auch noch einen Begriff für dich. Mal gucken, ob die Kinder und du es erratet. American Football. Ach, warte mal. Ich hab's gerade gehört von den Kindern. Hast du es gehört? Ja, ich hab's gehört. Fußballer. Oh ja, ey. super gut, ja, genau, ja. Fußballer. Richtig genial. Ich hoffe, ihr konntet richtig gut mitraten. Und jetzt haben wir noch eine Challenge vorbereitet. Let's go. Yes, hallo Kinder, auch nochmal von mir. Ich bin Julia und ich habe euch eine Challenge mitgebracht, die wir jetzt mit euch jede Woche machen wollen. Und zwar werden wir jetzt erstmal Josie und Jonas auf die Bühne bitten. Und ich erkläre euch die Spielregel. Hört gut zu, denn nach dem Kindergottesdienst seid ihr nämlich gefragt, okay? Ich habe hier ganz viele T-Shirts mitgebracht. Und die Spielregel sind es, in 90 Sekunden so viele T-Shirts wie möglich anzuziehen. Was glaubt ihr? Gewinnen die Jungs oder die Mädchen, ha? Ich glaube nämlich die Mädchen diesmal. So, die beiden sind ready. Ich hole mein Handy raus, um die Zeit zu stoppen. Seid ihr ready? Jonas und Josie? Edem und Lynn, feuert mit an. Kinder, ihr müsst im Wohnzimmer ganz laut mit anfeuern, okay? Alle, die für Jonas sind, rufen ganz laut Jonas, alle Jungs, okay? Und alle Mädchen, ihr müsst natürlich viel, viel lauter sein, denn wir wollen, dass Josie gewinnt. Und alle Mädels rufen ganz laut Josie. Auf die Plätze, fertig, los. Jonas. Josie. Josie. Jonas. Josie. 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 Yeah, der erste rein. Josie! Okay, komm, sehr gut, komm. Jonas! Josie! Josie! Jonas! Jonas. Komm, schöner, schneller, schneller, schneller! Das haben wir noch geübt, komm! Komm! Richtig gut! Ja. Josie? Ich glaube, wir führen schon auf jeden Fall. Ja, komm! Tut ihr nicht. Die Mädels haben mehr! Komm, die Mädels haben mehr rein! Komm! Sehr schön, Josie. Gib Gas, so. Noch mehr. Es geht um alles. Komm, komm. Jonas. Schneller, komm. Kinder, anfeuern. Ich höre euch gar nicht. Komm, er braucht Unterstützung. Lauter. Josie, come lauter, on. Komm. Josie, hast du noch genug lauter. Wow, habt ihr gesehen? Jonas hat schon 10 T-Shirts. Noch eine halbe oder? Minute. Ich glaube 10. Okay, Josie. 4 gehen noch. Komm, 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 Junge. Das ist einfach. Das ist nicht so schwer. Sehr schön. Ja, sehr gut, komm. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, komm, 2. Mindestens 4 schaffen wir noch, mindestens. Komm, Josie, du gewinnst. Yes, das sind gar nicht mehr so viele ja, Jonas, übrig. 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Solange Edem und Lynn einmal durchzählen, wie viel die Mädels und wie viel die Jungs angezogen haben, seid ihr nämlich nach dem Gottesdienst dran. Und zwar haben wir vorbereitet, dass ihr jede Woche mit uns eine Challenge macht. Und wir wollen, dass ihr alle T-Shirts im Haus zusammenfindet, ob es deine eigenen sind, ob das von Papa, Mama, deiner Schwester, deinem Bruder sind. Sucht alle zusammen, nimmt sie ins Wohnzimmer und nach dem Gottesdienst dürft ihr alle anziehen, so viel ihr könnt. Ihr müsst gar nicht die Zeit stoppen. Ich habe es geschafft, 19 T-Shirts anzuziehen. Ich habe euch auch ein Foto mitgebracht und wir wollen, dass ihr
auch ein Foto macht von dem, wie viele T-Shirts ihr angezogen habt, mit einem Bild in der Hand, wo ihr draufschreibt euren Namen, euer Alter und wie viele T-Shirts ihr angezogen habt. Und schickt uns das auf die E-Mail-Adresse kinderkirche@elemkirche.de. Wir freuen uns auf eure Fotos und beim nächsten Gottesdienst werden wir dann den Sieger zeigen. Lynn, habt ihr schon die Zahlen, wie viel die Mädels und Jungs angezogen haben? T-Shirts an. 10 T-Shirts für die Mädels. Und die Jungs? Und die Jungs haben 9. Die Mädels haben gewonnen, habe ich euch doch gesagt. Aber jetzt seid ihr gefragt. Wir freuen uns auf eure Fotos. Und nächste Woche gibt es dann eine neue Challenge. Bis dann. Hammer. Ich freue mich auch schon riesig, wenn ich eure Fotos per Mail an kinderkirche@elemkirche bekomme. Aber jetzt starten wir in die Geschichte des Tages. Und zwar mit einem kleinen Theaterstück. Seid gespannt, was hier passiert. Oh, zu Hause sein macht so viel Spaß. Ich habe gerade gegessen mit meinen Eltern, habe mit meinen Geschwistern gespielt und jetzt kann ich weiterspielen, nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Und ich kann mein Super-Turbo-Flugzeug zu Ende bauen. So, mach Platz da. Mach Platz. So. Oh, jetzt ist es fertig. Ich kann es kaum glauben. Mal gucken, ob es fliegen kann. Ah, guck mal, alle sind an Bord. Okay, es geht los. Alle festhalten. Die Airline startet. Und fertig machen zur Landung. Ey, ich muss Mama das erzählen. Ja. Mama, guck mal, was ich gebaut habe. Ein Superflugzeug. Superflugzeug? Das ist richtig cool. Oh, ob das auch wirklich fliegen kann? Ich will es mal ausprobieren. Oh nein, oh nein. Ach, was wird mein Bruder sagen? Nein. Oh, der hat doch so lange dran gebastelt. Ich muss das irgendwie reparieren. Wie war das? Mama, komm. Ja, beeil dich. Ja, komm. Beeil dich. Was machst du hier? Und was machst du mit meinem Flugzeug? Ich habe 2 Stunden lang gebaut. Weißt du das? Na warte, das wirst du mir bezahlen. Stopp. Ist euch sowas auch schon mal passiert? Ihr habt was gebaut, ihr habt euch richtig viel Mühe gegeben, vielleicht gebastelt oder gemalt. Und dann hat jemand anderes kaputt gemacht? Das lässt einen richtig wütend werden, oder? Da würde man am liebsten zuschlagen. Andererseits ist das so gut. Wie die Geschichte weitergeht, sehen wir nächste Woche. Seid gespannt, seid nächste Woche wieder dabei. Denn heute wollen wir noch nicht darüber sprechen, wie die Geschichte weitergeht, sondern erstmal über das sprechen, was bis hier passiert ist. Edem, Lynn, vielen Dank. Ihr dürft mal eure Sachen hier wegräumen. Heute, jetzt wollen wir sprechen über das hier. Könnt ihr es sehen? Könnt ihr es sehen? Das geniale Flugzeug. Dieses Flugzeug hat Edem gebaut. Dieses Flugzeug hat er gebaut und hat sich richtig viel Mühe gegeben. 2 Stunden lang hat er daran gearbeitet. Und weißt du was? Als Gott dich geschaffen hat, als Gott mich geschaffen hat, hat er sich auch richtig viel Mühe gegeben. Er hat uns großartig und einzigartig geschaffen. Darüber haben wir letzte Woche auch in der Online-Kinderkirche schon etwas gehört. Ja? Und heute möchte ich dir und mir nochmal sagen, Gott hat uns großartig geschaffen. Genauso wie Edem sich richtig viel Mühe bei seinem Flugzeug gegeben hat. Und ich wünsche mir, dass du nie wieder vergisst, dass Gott dich großartig geschaffen hat. Und ich wünsche mir, dass du mir das auch glaubst. Und deswegen habe ich euch
einen Bibelvers mitgebracht. Dort steht nämlich in der Bibel, in Gottes Wort, dass das so ist. Weil wenn ich das sage, ich kann dir vielleicht was Falsches erzählen. Aber wenn Gott das in der Bibel sagt, dann stimmt's garantiert. Und dort steht es, und diesen Bibelvers wollen wir jetzt einmal gemeinsam lernen, damit wir das nie wieder vergessen. Ja, dort steht, Herr, ich danke dir. Wisst ihr? Und damit man etwas lernt, ist es cool, wenn man sich eine kleine Eselsbrücke bastelt, eine Lernhilfe, was hilft, sich Dinge zu merken. Und als Eselsbrücke wollen wir für diesen Vers Bewegung machen. Ja, also steht jetzt mal alle zu Hause auf von eurem Sofa, eurem Sessel, eurem Stuhl, von der Toilette, wo auch immer ihr seid, steht auf und wir starten diesen Bibelvers uns zu merken. Okay, wir beginnen mit Herr und zeigen nach oben. Herr, okay, Herr. Und dann sagen wir, ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar. Da dürft ihr mal so wie Adam vorher bei den Spielen sein, ihr so richtig posieren. So wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, die ganze Welt. Das erkenne ich. Okay, jetzt wiederholen wir das alle gemeinsam ein bisschen schneller. Okay, ihr dürft ruhig mitsprechen zu Hause und die Bewegung mitmachen. 1, 2, 3. Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Habt ihr es schon euch gemerkt? Habt ihr es schon drauf? Das will ich jetzt mal testen. Wir haben den Vers nochmal, aber einige Worte fallen weg. Und jetzt sagen wir den Vers nochmal auf. Und liebe Eltern, passt mal auf, ob eure Kinder auch die Worte schon mitsprechen können, die jetzt ausgeblendet sind. Okay, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Und wir legen los. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Und wie geht's weiter? Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Richtig genial hat Gott dich und mich geschaffen. Und ich hoffe, dass du das nie wieder vergisst. Aber warum hat Gott uns eigentlich so genial und großartig geschaffen? Letzte Woche haben wir schon gehört, er hat uns so genial geschaffen, damit wir seine Freundin oder sein Freund sein können. Damit wir in einer starken Beziehung zu ihm leben können. Aber er hat uns noch aus einem anderen Grund so heftig geschaffen. Damit wir für andere da sein können. Auf eine geniale Art und Weise. Gott hat dich dazu geschaffen, um für andere da zu sein. Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt, wo er genau darüber gesprochen hat. Er hat uns erklärt, wie das aussehen kann, für wen wir alles da sein können und wie wir das machen können. Und diese Geschichte wollen wir uns jetzt gemeinsam in einem kleinen Video angucken. Die Geschichte geht um einen Mann. Anhand dieser Geschichte zeigt uns Jesus, wie wir für andere da sein können. Ja? Dieser Mann in der Geschichte, er war auf einer langen Reise von Jerusalem nach Jericho durch eine felsige, bergige Straße, wo wenige Menschen unterwegs waren. Er war trotzdem gut drauf. Doch, dann plötzlich hörte er was. Und da kam eine finster aussehende Gestalt hinter dem Felsen hervor. Er rannte weg. Doch, nein, es waren zu viele. Er konnte nicht fliehen. Sie erwischten ihn, verprügelten ihn und nahmen ihm alles weg, was er hatte. So lag er verletzt auf der Straße. Doch da hörte er wieder was. Da kam jemand. Ein Pastor kam mit seinem Auto vorbeigefahren, auf dem Weg zum Gottesdienst. Der Pastor war in Eile. Er hatte leider keine Zeit, sich um diesen Mann zu kümmern und fuhr vorbei. Noch jemand kam vorbei. Auch jemand aus der Kirche, ein Mitarbeiter. Er kam mit seinem Handwagen. Er sah diesen Mann
Ah, der war ziemlich schmutzig. Oh Mann, er war so schick angezogen. Nein, das konnte er nicht. Er wollte nicht dreckig werden und ging weiter. So lag er immer noch da. Doch dann kam jemand des Weges. Ein Fremder. Jemand, der irgendwie anders war. Doch dieser hatte Mitleid mit ihm. Er kümmerte sich um ihn. Er verband seine Wunden und sorgte dafür, dass er nicht mehr blutete. Er packte ihn auf seinen Wagen, nahm ihn mit. Er brachte ihn in ein Krankenhaus. Und damals musste man im Krankenhaus noch Geld bezahlen. Aber er bezahlte das Geld für einen vollkommen Fremden, damit dieser versorgt werden könne. Und nicht nur das, er versprach sogar, alles zu bezahlen, was in den nächsten Tagen noch an Kosten anfallen würde. Wer hat ihm geholfen? Der Pastor, der Mitarbeiter oder der Fremde? Diese Frage stellte Jesus den Menschen, die ihm zuhörten. Wer entschied sich, für andere da zu sein? In dieser Geschichte leider nur der Fremde. Der Fremde entschied sich, nicht an sich selbst zu denken. Nicht daran zu denken, worauf er gerade Lust hatte, was ihm besonders viel Spaß machte, sondern er entschied sich, für andere da zu sein. Und das ist das, was Gott sich für dich und für mich wünscht. Er wünscht sich, dass wir uns entscheiden, für andere da zu sein. Denn dazu hat er uns geschaffen. Vielleicht denkst du, naja, ich kann jetzt nicht raus auf die Straße, ich darf ja nicht wegen Corona. In die Schule darf ich auch nicht und Verletzte liegen bei uns auf der Straße auch eher selten herum. Das stimmt. Du darfst zurzeit leider nicht so oft raus, das ist schade. Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir wieder mehr raus dürfen. Aber ich bin überzeugt, auch zu Hause hast du eine Möglichkeit, für andere da zu sein. Zum Beispiel für deine Mama. Ich denke, deine Mama oder dein Papa werden zurzeit häufiger, wenn du in der Schule bist, mit dir Schulaufgaben machen als sonst. Eigentlich ist Schule nicht ihre Aufgabe. Und trotzdem versuchen sie dir vielleicht dabei zu helfen. Sie versuchen, mehr oder weniger für dich da zu sein. Vielleicht drehst du den Spieß mal um und entscheidest dich, für sie da zu sein, bei ihren Aufgaben, in der Küche zu helfen, Staub zu saugen oder was auch immer für eine Hilfe sie gerade gebrauchen können. Du denkst, ist ja vielleicht langweilig. Ich bin überzeugt, wenn du dich entscheidest, für andere da zu sein, wird es dir mehr Freude bereiten, als du denkst. Vielleicht auch für deine kleinen Geschwister. Vielleicht wollen deine kleinen Geschwister immer mit dir spielen, aber du denkst, oh, ist nicht so cool, die sind zu klein. Wisst ihr, ich habe auch kleine Geschwister und auch große Geschwister und mit meinen großen Geschwistern spielen war immer cooler, als mit meinen kleinen Geschwistern zu spielen. Ich kann dich verstehen. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen, entscheide dich vielleicht für deine kleinen Geschwister da zu sein und spiel einfach mal mit ihnen, auch wenn du im ersten Moment nicht so viel Lust hast. Und lass sie vielleicht sogar gewinnen beim Spielen. Das ist wirklich schwierig. Oder eine letzte Möglichkeit, wie du für andere da sein kannst. Schreib doch mal einen Brief, eine Postkarte an deine Oma, deinen Opa oder mach ein Foto von dem, was du gebastelt hast und schick's ihnen per WhatsApp oder per Post und mach ihnen damit eine Freude. Denn sie dürfen zurzeit auch nicht raus und sind vielleicht traurig oder einsam deswegen. Gott hat dich großartig und einzigartig geschaffen. Aber er hat dich auch mit einem besonderen Grund so besonders geschaffen. Er wünscht sich, dass du dich entscheidest, für andere da zu sein. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es bringt viel Freude und ist eine geniale Sache. Ich möchte jetzt dafür beten, dass Gott mir dabei hilft, dass Gott uns dabei hilft, für andere da zu sein. Eden wird mit hier vorne auf die Bühne kommen. Und er wird das Gebet nachsprechen. Ich möchte dich ermutigen, steh doch mal zu Hause auf. Ja? Dort, wo du bist, steh mal auf, falte mal deine Hände, mach mal deine Augen zu. Und wenn du dich entscheiden möchtest, für andere da zu sein und dir wünschst, dass Gott dir dabei hilft, dann sprich doch einfach dieses Gebet nach. Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar
dass du mich wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Ich möchte mich entscheiden. Für andere da zu sein. Bitte hilf mir dabei. Amen. Amen. Richtig cool, wenn du dieses Gebet mitgebetet hast. Und ich freue mich schon darauf, wie du für andere da bist, bei dir zu Hause, in deiner Familie.